You feel like summer days to me, warm tender sunny rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow I know your history. Wir sind jetzt hier an der Küste angekommen und die erste Station, wo wir stehen, ist der Mar Menor. Das ist ein Binnenmeer, sage ich mal, oder ein Étang auf Französisch. Schön gelegen, allerdings befindet sich direkt ein Militärflugplatz daneben, also für lärmempfindlich nicht unbedingt empfehlenswert. Es wird da immer geflogen bis abends um 9 Uhr, außer am Wochenende, da soll es ruhig sein. Aber sonst ganz herrlich gelegen, direkt am schönen Strand mit Meerzugang. Und es ist auch durchaus mal spannend, diese Wahnsinnsmaschinen da zu sehen. Ich habe noch nie so ein Flugzeug so von der Nähe aus gesehen. Spannend, ja. Und wie ihr seht, auch das Wetter und die Temperaturen sind deutlich besser jetzt. T-Shirt-Wetter vielleicht so 20 Grad, herrlich. Herzlich willkommen zum Videokanal von Karin und Marco. Wir sind jetzt in Mazaron angekommen und stehen am Meer vorn, weil hinten beim Dorf waren beide Plätze voll. Und hier gibt es einen neuen Platz übrigens, neben dem Taraya, wo wir schon mal waren, ist jetzt ein neuer Stellplatz eröffnet worden. Ziemlich groß, schöne Parzellen, allerdings auch die meisten ohne Strom. Schönen guten Morgen, wir stehen jetzt am Strand von Mazaron, also vor Mazaron, und möchten heute mit dem Fahrrad mal zu Mazaron selber fahren und dort noch eine stillgelegte Mine, also ein Lost Place, anschauen und unterwegs mal kontrollieren, ob die legendäre Schlangenbucht, also der schöne Stellplatz, ob der tatsächlich geschlossen wurde. Wir sind nun an der Playa Percelles angekommen, besser bekannt unter dem Namen Schlangenbucht. Das war ja mitunter einer der beliebtesten Stellplätze von ganz Spanien. Und Ende Jahr wurde der nun geschlossen, teilweise sogar unter Polizeieinsatz. Und jetzt soll er wieder vermehrt als Naherholungsgebiet für die Einheimischen dienen. Heute sind wir nochmal in die Schlangenbucht geradelt mit dem Fahrrad und fast allein in diesem herrlichen Strand. So macht es natürlich Spaß. Übrigens, die Bar an diesem Strand ist nach wie vor geöffnet, trotz der Schließung des Stellplatzes. Es hat viele Radfahrer, die hier Pause machen und sich einen Drink genehmigen. So viel zur offenen Strandbar. Hier ist der Beweis. Saludos! Summertime, summertime, love's in its prime. Summertime, summertime, everything's just fine. But
are you counting on? Who are you leaning on? When the cold winds blow strong, who are you counting on? Wintertown, Wintertown, blood in the snow. Wintertown, Wintertown, release the need and know. Maseron war ja früher nicht touristisch, sondern eine Minenstadt, weil bis Mitte der 60er Jahre haben in dieser Mine bis zu 2000 Personen gearbeitet und da wurde Blei, Zink und Silber wurde da abgebaut. Heute ist es ein interessanter Lost Place und den schauen wir jetzt zusammen an. Der Camping- und Stellplätze gibt es verschiedene Restaurants, wo man sich an schöner Lage mal einen Drink oder Tapas genehmigen kann. Lots of fun, sit in the sun, another one will surely come. Von Maseron sind wir weiter südwärts gefahren nach Las Negras. Hier standen wir schon mal. Und für eine Biketour war es uns heute etwas zu windig. Darum sind wir zu Fuß auf eine kleine Wanderung aufgebrochen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir stehen im Nationalpark Cabo de Gata in Las Negras und hier waren wir schon mal. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist der Platz mit den komischen Parzelleneinteilungen. Also die Womos müssen da zum Teil auf die Straße längs hinstellen, weil die Parzellen einfach noch veraltet zu klein sind. Und jetzt geht es weiter für uns Richtung Almeria auf die andere Seite des Nationalparks Cabo de Gata. Wir melden uns von dort dann wieder. Ja, genau. Tschüss. Type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody.
An Spaniens Küsten gibt es viel solche Geisterliegenschaften oder auch Hotels, die in Naturgebiete gebaut wurden, jetzt seit Jahren leer stehen oder nicht fertiggestellt werden dürfen. Auch diese Villa hier im Hintergrund steht, seit wir nach Andalusien kommen, leer. Watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cash in too many empty favors. Yeah. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long. Wir sind jetzt in San Jose angekommen und warten auf den Fisch bei einem Cerveza schon mal. Zum Wohl! Schöner Platz direkt am Meer. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns für dieses Mal. Unser nächstes Video wird etwas spezieller, aber dazu erzählt euch Marco jetzt mehr. Genau, wir hatten Gelegenheit, 7 Überwinterer in Spanien zu interviewen mit den 7 gleichen Fragen. Und was dabei herausgekommen ist, das seht ihr, wie Karin gesagt hat, dann im nächsten Video. Es wird spannend, also bleibt dran. Hasta luego. Tschüss.